Hallo zusammen, willkommen zurück zu PHP. Heute geht es nochmal um Datenbanken. Es wird wahrscheinlich jetzt in nächster Zeit ein paar Mal um Datenbanken gehen. Ihr wollt ja auch wissen, wie das Ganze funktioniert. Okay, und was wir heute machen werden, ist, wir werden wieder ein bisschen PHP coden, was wir nämlich das letzte Mal nicht so getan haben. Wir wollen uns heute nämlich auf diese Datenbank, die wir letztes Mal erstellt haben, falls ihr nicht wisst, wie das geht, geht nochmal zurück und guckt es euch an, werden wir uns heute verbinden. Super, wie machen wir das Ganze? Wir brauchen erstmal ein paar Variablen. Okay. Dollar. So, und jetzt kommt's. Dollar Servername. Also, Servername, ihr könnt es nennen, wie ihr es wollt, aber ich mache jetzt mal einfach die Standardvariablen. Im Prinzip ist das ein Stück Code, den man einfach 1:1 die ganze Zeit wieder benutzt für jede Datenbank. Nur halt die Variablen solltet ihr dann anpassen. Localhost. Weil wir wollen ja uns auf den Localhost verbinden. Da ist ja unser Server gehostet. Wenn ihr es irgendwie nicht lokal habt, dann braucht ihr hier die Adresse von eurer, ja, von eurer Serveradresse quasi einfach. Genau, okay, der User, der das ganze Ding benutzt, der ist jetzt ein bisschen komisch, den müssen wir erstmal uns raussuchen. Und zwar haben wir hier bisher einfach alles machen können. Naja, wie haben wir denn darauf zugreifen können? Wir mussten uns ja irgendwie anmelden und wir haben uns tatsächlich angemeldet. Ja, das alles wurde für euch automatisch eingerichtet und wir wollen natürlich nicht unbedingt, ja, wir wollen eigentlich jetzt erstmal rausfinden, wie unser Username hier drauf ist. Okay, dazu gehen wir hier mal auf den Server Localhost und dann gucken wir hier an der Seite einfach mal durch. Wir haben hier einen Datenbank-Server und das brauche ich eigentlich alles nicht zu interessieren. Das Wichtige ist hier root at localhost und das ist unser Benutzer, steht vorne dran. Das heißt, unser Benutzername ist einfach root. Root ist quasi die Wurzel allen Übels und hier unten steht es auch, sie sind als root ohne Passwort verbunden. Das ist einfach die Standardkonfiguration. Solltet ihr natürlich auf keinen Fall machen, wenn ihr den Server wirklich hosten wollt. Wie gesagt, XMPP bzw. LAMP in dem Fall, weil auf Linux, ist sehr benutzerfreundlich, wenn man lernen möchte. Deswegen habe ich das Ganze jetzt hier gewählt. Wenn ihr das Ganze wirklich hosten wollt, ist natürlich ein root ohne Passwort ungefähr das Schlimmste, was ihr machen könnt, weil root ist der Standard und kein Passwort ist auch der Standard. Das heißt, die Hacker werden das als allererstes probieren. Deswegen unbedingt den Benutzernamen oder ein Admin-Konto erstellen und dann ein Passwort festlegen. Habe ich, wie gesagt, hier nicht gemacht. Das ganze Ding ist ja auch nicht online. Das ist ja nur lokal auf meinem Rechner drauf. Deswegen kann da eigentlich auch niemand angreifen. Okay, aber wir wissen jetzt immerhin, dass unser Benutzername root ist und wir kein Passwort haben. Okay, sehr gut. Das heißt, wir werden hier jetzt einfach als Benutzer root angeben und dann werden wir als Passwort, ich mache jetzt einfach mal pw draus, ist gleich leerer String. So, das sind unsere Zugangsdaten. Was wir jetzt machen werden, wir bekommen eine neue Variable. Jetzt kommt es auf eure Funktionenkenntnisse an. Wir rufen nämlich eine Funktion auf, beziehungsweise eigentlich arbeiten wir sogar ein bisschen objektorientiert, aber das brauche ich aktuell noch nicht zu kümmern. Wir nennen das Ganze con für Connection und erstellen ein neues MySQLi-Objekt. MySQLi-Objekt. Ja, einfach new MySQLi und dann hinten dran Semikolon. So, jetzt braucht das Ding drei Variablen. Ist quasi wie ein, ja, eigentlich wie eine Funktion, kann man sich so vorstellen. Objektorientierung machen wir auch noch, aber noch nicht. Ich denke mal, das hier ist deutlich wichtiger als Objektorientierung, zumindest für den Anfang, weil ihr sonst einfach keine Ergebnisse seht. Okay, was wir hier reinpacken, ist erstmal den $Servername. Und warum haben wir das Ganze jetzt ausgelagert? Naja, wir wollen das hier relativ schnell einfach konfigurieren können und wollen das nicht jedes Mal neu reinschreiben müssen, deswegen, so ist es übersichtlicher, so sollte man es auch machen. Ich mache das ja, damit ihr es quasi kopieren könnt. Okay, dann den $User, also den Benutzer einfach reinkopieren und dann sagen wir hier noch $Pass, ich habe es noch PW genannt. Genau, und so seid ihr quasi schon verbunden und eure Verbindungsvariable ist hier drin gespeichert, in dieser $con. Das ist jetzt keine Zahl oder sowas mehr, das könnt ihr euch als räumliches Objekt vorstellen, sozusagen ein Schlüssel. Stellt euch als Schlüssel vor, damit erstellt ihr diesen Schlüssel und speichert den hier in dieser Connection-Variable wieder rein. Okay, jetzt wollen wir natürlich überprüfen, ob wir überhaupt eine Connection bekommen haben, weil wenn nicht, dann können wir auch keine SQL-Statements oder sowas ausführen und falls wir eine bekommen haben, dann sagen wir, alles ist gut gelaufen. Okay, also, wir sagen natürlich if, wenn wir was überprüfen wollen, if $con, also wenn unsere Connection einen Error hervorgerufen hat, dann sagen wir connect --error ist die Funktion. Ich frage mich, warum das mir gerade nicht angezeigt ist, angezeigt wird. Das ist keine Funktion, wie ich gerade gesagt habe, aus Versehen, sondern es ist eine Variable, die in unserem Schlüssel drin steckt sozusagen. Also der Schlüssel hält auch gleichzeitig noch Variablen.
Das ist eigentlich gar nicht so übel. So kommt ihr ganz langsam an die Objektorientierung ran. Da kann man sich nämlich dann irgendwann mal solche Schlüsselvariablen selbst erstellen. Aber ja, gut. Und was wir jetzt hier drin machen ist, wir sagen, stirb du Hund, die. Und hier können wir irgendeine Fehlermeldung ausgeben, sowas wie alles zu spät. Rüdiger ist tot. So, okay. Und was wir dann hier noch ausgeben wollen, wir wollen natürlich auch noch den Fehler ausgeben, den wir gerade bei unserer Verbindung hatten. Deswegen sagen wir hier Dollar Con, also für die Connection wieder mal. Und wenn die Connection hier fehlgeschlagen ist, dann gibt das ganze Ding auch einen Fehler aus. Das heißt, wir können den einfach hier so 1 zu 1 ausgeben. Okay. So, und das war es eigentlich auch schon. Hinten dran könnt ihr jetzt noch vielleicht ausgeben. Also bei die wird das ganze Skript ja beendet. Und wenn wir jetzt hier hinten dran noch was ausführen, dann kommt das nur, wenn wirklich alles funktioniert hat. Das heißt, wir können hier jetzt auch einfach noch schreiben connected oder sowas. Gut. Und jetzt können wir das Ganze einfach mal ausführen. Wir schauen uns das mal an. Hier müssen wir natürlich den Localhost slash mySite, habe ich das ganze Ding genannt, glaube ich, slash index.php. So, und hier steht connected. Das heißt, wir haben es geschafft, auf unsere Datenbank zu verbinden. Wenn ihr jetzt eure Datenbank nicht verbunden habt, also irgendeinen Fehler habt oder sowas, dann prüft nochmal dreimal nach, ob eure Datenbank auch wirklich aufgesetzt ist und also ob euer Server läuft. Und wir haben jetzt aktuell noch keinen Zugriff auf irgendwelche Datenbanken. Wir sind quasi hier oben. Also ihr könnt euch das vorstellen wie eine Ordnerstruktur. Wir sind ganz oben. Wenn wir jetzt hier noch rein wollen in unsere sensitiven Daten, dann seht ihr hier oben Server Localhost, Datenbank sensitive Daten. Das ist dann quasi auf der Datenbank drauf. Und dann können wir noch in die Tabelle rein. Also wir haben hier sozusagen eine dreischichtige Architektur. Und wir sind jetzt hier auf dem obersten Level. Wir sind quasi gerade mal mit dem Server verbunden. Aber das hat schon mal funktioniert und das ist schon mal sehr, sehr geil. Und deswegen würde ich sagen, reicht es erstmal für dieses Video. Ich hoffe, ich habe euch alles gezeigt, was ihr wissen müsst. Und ja, nächstes Mal geht es natürlich weiter mit Datenbanken. Gut, dann bis zum nächsten Mal und macht's gut. Ciao.